Harry, ja, wie lief das Spiel heute aus deiner Sicht? Wetzlar, da kann man ja auch mal, die können ja mal ein Stolperstein sein. Heute waren sie es nicht. Ja, das ist ein schwieriger Gegner zu spielen gegen. Die geben niemals auf, die kommen immer wieder und wir haben gesehen, wir führen mit 5 Toren und dann sind die wieder auf 3 und dann ist das Spiel eng. So, wir mussten die Bälle gut verwalten und haben versucht, das Ding fertig zu machen. Zu Hause haben wir die aber besser im Griff als auswärts, oder? Woran liegt das? Ja, ich weiß nicht. Auswärts ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Die haben eine gute Halle da in Wetzlar und gute Stimmung. So, vielleicht heute war es auch überragend hier mit über 10.000 Zuschauern. Es war eine geile Stimmung. Jetzt kommen so ein bisschen die Hammerwochen. Jetzt kommt das Pokalfinal vor. Magdeburg kommt nach hier. Dann geht es nach Hannover, nach Berlin. Freust du dich darauf, dass jetzt die Wochen der Wahrheit kommen? Ja, natürlich. Also das ist diese Spiele, wie die wir jeden Tag trainieren für und ja, hoffentlich können wir die für unsere Seite entscheiden und zeigen, dass wir das beste Mannschaft sind. Und wie ist das mit dem Pokalsieg? Was denkst du? Dieses Jahr klappt es endlich mal? Dieses Jahr klappt es, bestimmt. Okay. Danke dir, Harry.